Uwe und Dorothea Nölke lernten sich vor über 30 Jahren in Frankfurt kennen. Nach 3 Jahrzehnten in einer Metropolregion zog es das Ehepaar in die Landeshauptstadt Schwerin. Obwohl die Wohnung kleiner ist, fühlen sie sich in Mecklenburg-Vorpommern bereits nach rund einem Jahr heimisch. Ich bin in Stendal geboren, das ist in der Altmark. Und ich bin schon zu DDR-Zeiten viel hier gewesen. Und wenn wir nach Schwerin gefahren sind, hier einfach so ein bisschen in der Stadt und ein bisschen eingekauft haben, das hat sich so heimisch angefühlt. Seit 2009 waren die Nölkes immer wieder in der Residenzstadt. Langsam aber sicher verliebten sie sich in das ruhige und langsame Leben im Nordosten. Im August vergangenen Jahres kam das Ehepaar in Schwerin an. Trennungsschmerz vom großen Haus in Frankfurt gab es nicht. Nur die Kunst- und Literatursammlung verschenkten und verkauften die Nölkes schweren Herzens. Da wir uns räumlich verkleinert haben, mussten wir uns viel von unserer Kunst trennen. Da haben wir vieles hier in Schwerin verkauft. Aber nichtsdestotrotz fühlen wir uns sauwohl und wir haben es auch keine Sekunde bereut, hierher gegangen zu sein. Der Fotograf fand in Schwerin wieder Zeit und Inspiration für seine künstlerische Arbeit. Gemeinsam genießt er mit seiner Frau das breite kulturelle Angebot der Landeshauptstadt. Wir haben uns sehr gut eingelebt. Wir sind bei schönstem Wetter voriges Jahr im August hier angekommen. Und da waren auch die ganzen ersten Wochen war super Sommerwetter. Wir sind gerade gleich wieder in die Ostsee gefahren und haben uns sehr gut eingelebt. Hier in Schwerin lernt man schnell Leute kennen, gerade wenn man hier so in diesem Altstadtbereich sich bewegt, so wie wir, und viel zu Fuß unterwegs ist und auch viel ausgeht und Gastronomie besucht. So etwas wie Heimweh empfindet das Ehepaar nicht. Ganz im Gegenteil, in Schwerin fühlen sie sich zu Hause. Ein Blick vom Balkon verrät, hier lässt es sich leben.